Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dark Souls 3. Wir haben beim letzten Mal hier dieses Leuchtfeuer entdeckt und ich muss schon sagen, was ich sonst noch so entdeckt habe, das hat mich doch ein bisschen stutzig werden lassen. Nämlich einen ziemlich heftigen Ritter und unseren ersten Mimik. Soll ich den mal einfach rufen? Nee, ich spiel mal so weiter. Obwohl es ja natürlich schon irgendwie ganz cool wäre. Drache macht immer noch Alarm ohne Ende. Ganz gut. Macht mir ja schon fast mutig, hier in Richtung hier in Richtung Drache zu laufen. Aber das war ja schon gleich wieder nix. Ah, nee! Fein. Ah! Hei, hei, hei. Standardkreuz. Ah, jetzt gibt's wenigstens ein paar Seelen, würde ich sagen. Ja. Okay. Schon wieder bei 1500. Boah. Der haut da ganz schön rein. Oh, das ist echt krass, das Viech da oben. Ich habe schon ein kleines bisschen Lust, hier die Kiste zu schlagen. Deswegen probiere ich das jetzt einfach mal aus. Ich habe ein Schild. Ich werde es versuchen. Oh, einmal zuschlagen. Nicht zweimal. Jawoll! Die Kiste ist tot, die Kiste ist tot. Und ich krieg eine abgründige Streitaxt. Das ist ja eigentlich vielleicht gar nicht so übel. Gucken wir uns die mal an. Also benutzen kann ich sie. Physisch macht sie auf jeden Fall recht viel Schaden.
Aber es ist schwer, hm? Gewicht 4. Wer hat Gewicht 3? Ich könnte ja wirklich spaßeshalber mal versuchen, das Ding hier auszutauschen und mit der Axt weiterzumachen. Jetzt bin ich auf 70,5. Dann schmeiße ich den Bogen einmal weg. Den kann ich mir wiederholen, wenn ich ihn brauche. Die fühlt sich ein bisschen langsamer an. Aber sie fühlt sich auch ein bisschen flüssiger an. Kann das sein? Also ich habe jedenfalls das Gefühl, das Viech hat sich gelohnt. Aber jetzt ist auch wieder erstmal Schluss. Ne? Hier komme ich wieder beim Drache raus. Es würde mich mal interessieren, ob ich hier durchrennen kann. Ich meine, irgendwie muss man doch da nach hinten kommen, oder? Ein Claymore. Eine Großaxt. Oh, scheiße. Oh, ja. Wunderbar. Weg. Heilen. Oh, meine Flasks sind leer. Scheiße. Der macht ja gar nichts. Warum? Standardbolzen, ja. Was ja jetzt so ein bisschen lustig ist, ich bin mir nicht sicher, ob ich oben alles abgeräumt habe. So, hier schnell durch. Und dann einmal nochmal zurück. Das hole ich mir. Brandbombe. Auch ganz nett. So. Das ist für mich die Frage, ob ich hier einfach jetzt einmal raste. Ja, sollte ich fast. Und dann gehe ich aber hier wieder raus mit meinen 3099 Seelen. Und versuche hier nochmal durchzugehen. Ah, scheiße. Ja, gibt's denn das? Mann! Kommt. Ein Eisenrundschild. Den versuche ich noch mal. Oh. Oh,
Geht doch. Ah! Die Sau. Ah, das war wieder nicht im Sinne des Erfinders. Mal ganz ehrlich. Ist die Kiste jetzt eigentlich immer noch tot oder ist sie wieder aufgestanden? Ah, die ist tot. Ich gucke jetzt noch einmal aus dem Fenster. Ich hätte ja vorher gar nicht gedacht, dass ich das schaffe hier, denn... Ich wollte eigentlich Parry üben mal. Okay. Ich habe kein Estus mehr. Ja, jetzt gib halt den Typen hier mal ein bisschen Feuer. So. Komm her, du Penner. Ja, also ich bin mir echt nicht sicher, wie das funktioniert mit dem Parry. Okay. Ein stählerner Soldatenhelm. Ist womöglich auch nicht so übel. Ich würde jetzt aber auf jeden Fall sagen, ich gehe zurück und ja, vielleicht sollte ich fast schon einmal hochleveln, oder? Ja. Ich denke, ich gehe zurück, levele einmal hoch. Und dann werde ich hier mal gucken, was da unten noch alles liegt. Ich möchte es ja nicht zu langsam machen. Ich denke, es ist wahrscheinlich jetzt auch schon langsam genug. Einmal reisen. Zum Feuerbandschrein. Und dann mal schauen. Die Axt scheint jedenfalls sehr cool zu sein. Welcome home, I speak. Very well, then talk take no. So. Stärke. Mit was skalierten die? Farewell, Ashen. Ja, halt die Klappe. Mit was skaliert meine Waffe? Die skaliert mit... Die skaliert überhaupt nicht. Das ist ja bescheuert, echt. Meine Waffe skaliert nicht. Das heißt, die ist jetzt noch ganz gut, aber die wird später total beschissen sein. Aber gut, muss man ja nur wissen. Dann kann ich aber auf jeden Fall
Die macht wie viel Schaden eigentlich? Die macht physisch 103. Dein Langschwert, das Langschwert macht physisch 110 plus 17. Also das ist ja jetzt schon deutlich besser. Der Claymore braucht 16 Stärke, skaliert D&D. D&E, boah, Stärke 32. Aber das heißt, dass ich wieder zurückwechsle aufs Langschwert. Und, hier wieder die Fackel ausrüste, weil ich das Gefühl habe, es wird dunkel jetzt. Und, Welcome home. Very well. Then Tophaken. Dann heißt es, dass ich Stärke eskaliere, dass ich Stärke levele. Bin schon bei 2113, was ich jetzt brauche. Farewell, Ashen One. 2113. Will ich von dem, was ich will? Von dem glaube ich gar nichts. Ich frage mich, wo ich den anderen Flakon herkriege, aber werde ich dann schon noch finden. Als erstes gehen wir mal zum Turm auf der Mauer zurück. Und jetzt gehen wir runter. Okay. So, ist fein. Hat er jetzt gerade eben... Oh! Hat der durch mein Schild durchgeschlagen oder habe ich, oder hat der Messerschmeißer mich erwischt? Würde mich ja mal interessieren. Ich gehe erstmal runter. So. So, die Plunge Attack ist gar nicht so schlecht. Geht's hier rein? Nein, natürlich nicht. Blöde Frage. Aber jetzt wäre es natürlich wieder nicht schlecht, wenn man ein kleines bisschen was sehen könnte. So, ist fein. Gibt's hier irgendwo irgendwas? Ah, ja. Wurfmesser. Gut. Da gibt's auch noch was Schönes. Ah, alles klar. Ein Kettenbrecher. Okay. Hier geht es. Wohin? Sieht fast aus, als ob es. Nee, nichts Verstecktes. Nichts. Okay. Und verschlossen. Ja, super. Das ist ja ein echter Traum. Raum. Also ein Haufen Gegner scheint es hier jedenfalls zu geben. Den Geräuschen nach zu urteilen. Aber ich glaube, ich rutsche hier einmal durch, um nur um zu gucken, ob irgendwo
was ist, was ich brauchen kann. Nichts würde mich mehr ärgern, als wenn ich eine Estus-Shard verpassen würde oder sowas. Wobei das Tolle natürlich ist, dass ich es natürlich nicht mitkriege, wenn ich sie verpasse, weil ich sie ja verpasst habe. Verstehst du? Wortspiel? Haha. Hallo? So ist fein. Eine Seele gefunden. Da hängt noch einer. Und da sitzen zwei. Und das habe ich im Video gesehen. Dort hinten dieser betende Typ. Den muss ich platt machen, bevor er aufstehen kann. Das hat ja super funktioniert. Richtig gut. Wow. Das hat klasse geklappt. Aber ich kann jetzt ja natürlich meinen Bogen auspacken. Und habe ja extra ein paar Pfeilchen gekauft für den. So. Hallihallo. Haut er jetzt durch den... Ja, wieso kann ich denn jetzt nicht mehr keine Pfeile mehr schießen? Ja. Ganz ruhig bleiben, du Knaller. Ah! Ah! Doch. Okay. Immerhin. Na! Ah. Tot ist er. Ja, das ist doch... Also Bogen ist schon sehr cool. Die Waffe. Gut. Schnappen wir uns unser Schild. Kleine Titanitscherbe, Glut, Brandbombe. Ah, jetzt komm. Nein. Oh, das gibt's doch nicht. Wie kann ich denn den nicht erwischen? Okay, hier einmal alles aufsammeln, was es aufzusammeln gibt. Ein gerades Bruchschwert. Also ich finde, dass ich hier dann doch schon einiges aufgesammelt habe jetzt. Gut, an der Stelle würde ich sagen, unsere Zeit ist um. Ich verabschiede mich an der Stelle, bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.